Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Mission von Kellogg hier abgeschlossen, sag ich mal. Und wir haben gesehen, wie ein Luftschiff in der Luft erschienen ist von der Sternenbruderschaft. Und wir haben die Möglichkeit, jetzt dahin zu gehen. Und wir haben die Möglichkeit, die Story von unserem Sohn weiterzumachen und alles Mögliche. Ich habe mich jetzt aber entschieden, einige Missionen für die Bruderschaft zu machen und ich hoffe wirklich, es sind nicht solche Sachen, die einfach nur so random sind. Also einfach nur so 0815 Sachen, sondern wirklich so richtige Missionen. Ich habe mal ein paar Sachen hier eingelagert von meinen Klamotten. Ich habe den Fat Man erstmal weggepackt und ja. Weiß nicht, die ganzen Institutsachen, die ich noch aufgesammelt hatte. Also ja, das haben wir erledigt. Ich soll den College Square hier reinigen, okay. Oh Gott, ist ja schon wieder. Das Ding heißt nicht umsonst Zombie Killer. Wollt ihr? Das hat ein Gebiet. Das ist ein Gebiet, ne? Komme ich da hin? Dann muss ich einfach hier alles töten. Okay. Hallo. Wenn man hier schon wieder findet, wenn man random durchs Ödland rennt. Ach. Ich nehme mal an, es ist hier. Also cool ist so ein 0815 Ding. Man einfach nur töten muss. Echt irgendwo hier unten. Oh, Mann. Ich dachte jetzt, weil hier die ganze Zeit welche kommen, ist das hier richtig, Mann. Ja, ich weiß, ich habe ein paar Loot hier übersehen, aber oh, dann machen wir hier alles platt anscheinend. Zum. Ja, ist geil. Naja. Boah. Da war der noch nicht mal irgendwas. Bitte keine Raider.
du denn schon wieder her? Wie die Ghoulie abgehen in dem Spiel, ne? Nicht normal. Falle? Ne, okay. War so ungeregt, deswegen habe ich als erstes gedacht, so. Hey, was ist da denn? Eberasse. Warum habe ich denn schon wieder so viel Strahlung wegen dem verdammten Ghoulen oder was? Meine Güte. Wie wir schon ja abgezogen haben. Strahlungsmäßig. Ist einfach nicht wahr. Hallo, wo kommst du denn her? Oh. Bitte treten Sie zurück von den Türen, um Verzögerungen zu vermeiden. Ja, nur mehr Buff out, dass ich hoppern kann. Ich hoffe, das Gebiet ist ja nicht so groß. Was? Warum ist das bitte schön verboten? Hauptsache ich kann die Kronen gucken und also was hier entfernen, ne? Ja, lassen wir das erstmal. Du musst das. Du musst das. Mustard. Oh nein. Okay. War schon okay. Für das Weg so eine Rach 15 Gabe. Boah, gibt's auch nicht. Ey. Da. Ist ein Expertenschloss? Ja. Kann ich sein. Alter. Boah, was zum ist? Hallo, was haben wir denn da? Ein Vault-Tec-Schlüssel? Bestimmt hier eine Menge verpasst, aber... Ach so, boah, hierfür war der, ne? Nee, macht doch keinen Sinn. Ich glaube, hier leben einige Leute, sonst wäre ja hier nicht... verboten, irgendwo reinzugehen. So, wir wissen ja mein Glück hier mit Robotern. Heiz. Harem, wat? Oder. Ja. Nee. Limit. Boah. Lists, boah. Er bin drin. Sehr gut. Ja, der macht mich wahrscheinlich jetzt fertig, ne?
Hier leben da irgendwelche, oder? Hallo, oh cool. Cool. Ja, ich weiß, ich gehe ein bisschen schnell durch, aber lasst mich. Ich bin nur vergewissern an. Ted, okay. Was mich voll erschreckt, weißt du halt eigentlich? Mein Gott. Jawohl. Geh mal mit. So, Tagebuchfragment. Was ist das denn mit Schirm? Rika ist tot. Nur ein paar von uns haben es hineingeschafft. Wir konnten den Eingang nicht halten. Es waren einfach zu viel. Der einzige Weg führt nach unten. Wir verstecken uns ein paar Tage, warten, bis die Ghule weiterziehen. Muckis, ich will einfach raus aus diesem Mist. Okay. Geht noch weiter hier. Wo meine Mission eigentlich schon vorbei ist, ne? Hallo. Na ja, der Schaden, den ich schon wieder ab, ne? Hat. Wer ist da? Ich bin mit meinem besten Freund hier. Ich wollte schon Druide sagen. Ich glaube, der Roboter ist kaputt gegangen. Habe ich was? Das ist aber schon wieder schwächer. Ja, ich glaube, der hat sich eine epische Schlacht geliefert mit denen. Ich jetzt hier überall? Glaub schon, ne? Ja, gute Arbeit geleistet. Und was? Sie auf den Arm nehmen? So, boah. So ein, zwei Stimpacks raus her. Man könnte sagen, da wollte ich mir das Ding ja auch. Was? Wer hat das Leben und Lieben? Also, Begleiter verursachen dauerhaft plus 5% mehr Schaden. Okay, was ist hier passiert?
Was? Ist jemand anders noch? Boah, nein, nicht das. Ist jemand anders noch rumgelaufen die ganze Zeit? Ich glaube schon, ne? Okay, ich habe die Tür nicht geöffnet. Irgendjemand anders hat die geöffnet. Was zum? Du warst das, ne? Du warst das. So, raus hier. Oh nein, ich schon wieder so ein Affe. Stimmt, gibt es irgendwie. Oh, Kognak. Dinger. Stimmt, gibt es irgendwie eine Trophäe oder so, wenn man alle Affen ganz Fallout 4 hier köpft. Irgendwie so hat. Raus hier. Gehen wir die Mission ab und gucken, ob wir direkt eine neue bekommen, weil dann ist es irgendwie sehr offensichtlich, dass das nur so 0-15 Dinger sind. Ich glaube, abgeschlossen wird nur angezeigt, wenn man, weiß ich nicht. Warte mal. Haben wir gerade raus, okay. Ich glaube, das erscheint nur, wenn man ein Gebiet abgeschlossen hat und da keine Missionen mehr übrig sind oder irgendwie sowas. Oder erstmal hier hingegangen bin, ne? Da man hier Soldaten und so, und jetzt ist das hier wieder völlig ungesichert. Man, ihr seid echt gut, ne? Ihr Brüder, ihr Schwestern. Ja, gib mir meine Belohnung. Was sind das für Geräusche? Ja. Ich glaube, ich falle hier durch die Welt, oder? Oh mein Gott, was ist das denn? Was ist das? Pip-Boy aufrufen. was? Hilfe! Ich glaube, ich lade mal. Was ist das? Was war das? Menno, hör auf damit. Was soll ich machen? Wieder? Herrlich? Ich falle jetzt immer da durch, oder was? Ja, geil. Kann ich den Quicksave laden? Ich hoffe, der liegt nicht so weit zurück. Ich glaube, ich habe den gemacht, nachdem ich da fertig war mit allen, ne? Mensch, Mensch. Gibt's doch nicht. Warte jetzt nicht die ganze Zeit. Sonst kommen wir da nicht mehr rein.
Schön für einen Fehler. Sehr merkwürdige Sachen passieren, ja. Oh, ich habe ja draußen gespeichert, sehr gut. Ach ja. Das ist auch mal gut zu wissen, als ich irgendwann mal gestorben bin, weil ich in Minen reingelaufen bin und dann geladen habe, dann waren die Minen weg. Jetzt sind sie wieder da. Stehe nicht. Soldat. Das bitte ohne was auch immer das ist. Lass mich einfach da rein und die Mission abgeben. Und der Fehler passiert schon wieder, was? Wenn ich auf den Arm nehme, dann kann ich die Mission gar nicht weitermachen. Hallo? Was soll der Scheiß? Scheiße. Was ausgerechnet jetzt passieren, ehrlich? Wow, das ist schlimm. Das ist echt beschissen jetzt. Ja, macht mal die andere Bruderschaft-Mission. Auch wenn wir die nicht abgeben können. Weil, ja, anderes kann man nicht machen gerade. Geil, ne? Ich komme da nicht rein, was soll der Trick? So, aber vorher. Wo ist die Mine? Ach, jetzt ist er wieder weg, ne? Boah. Ja. Müssen wir Technologie besorgen eben. Mal da nach Hangman's Alley. Gelegentlich eine Abkürzung. Während diese klappt, das Drückenteil ist wach auf. Sein Fusionskern liegt offen. Das ist der perfekte Moment, ihn anzugreifen. Ding oder was? Was soll halt eigentlich mit Fusionskern? Seit wann sind die Rüstungen von. Also wann sind die Power-Rüstungen bitteschön irgendwie per Fusionskern betrieben, ey? Nee, irgendwie nicht. So, gehen wir einfach schnell ein. U-Bahn Station, nein. Wo ich überhaupt hin? Das ist jetzt mal ein Fehler, den ich jetzt nicht so gut finde. Aber ich will am liebsten ja Gegnern aus dem Weg gehen erstmal. Waren schon die ersten. Hier sind wir. Und irgendeiner verfolgt mich direkt wieder, ja. Weg, ich habe keine Zeit für euch. Man kann ja keine wiederholbare Quest oder irgendwie sowas sein. Oh, ehrlich.
Was auch davon? Schönes Leben, ne? Schon wieder Ghule, ehrlich. Im Tunnel sind Technologien drin, ehrlich. Vor allem, woher wissen die überhaupt, dass sich da was befindet? Jetzt mal ganz ehrlich, woher wissen die denn, dass sich da was befindet? Ein kleiner und ein großer Teddybär. Nudelschale, ja klar, sind Nudeln drin. Was ist hier los? Nein, das ist doch Medex. Nehmen wir den mit. So, Ghule. Ghule. Und ich merke, es Feuer. Schade. Zu spät gesehen. Bewegungen von denen, ne? Ist das schon? Entschuldigung, meine Damen und Herren. Ich hätte so irgendwie gedacht, einer von denen ist wieder ein Zimt. Oh mein. Wo kommen die auf einmal her? So ein Leuchtner. Start. Ist der legendäre? Ich dachte, der wäre der legendäre. Gott, ey. Die bewegen sich so komisch. Wow, das hat gute Erfahrungspunkte gegeben. Nein. Oh, verdammt, ich hätte erst links einsetzen sollen. So, das Ding holen wir uns jetzt noch. Ach so, keine Beine mehr, da tut mir leid. Oh. Die Ironie, ey. Seine Beine waren kaputt. Ich krieg von ihm eine Waffe, die mir die Beine kaputt machen. Ach, den darf ich auch noch aufschließen. Oh. Das wär's. Mhm.
So, haben wir ja alles erledigt schon. Warte mal, Leuchtkugel. Oh, das ging schnell, ja. Hat den nicht viel gebracht. Aber hey, ist hier nicht. Schön nicht. So der hier. Natürlich ist immer irgendwo einer vollkommen. Hier sind wir jetzt, okay. Natürlich ist immer einer vollkommen fehlplatziert. Bleibt noch übrig. Sieht aber nicht so aus, als gäbe es hier noch irgendwas. Aber wo willst du halt ein bisschen da irgendwo? Was? Was seid ihr? Ja, super. Ja, das Ding wird schon aufgestellt. Ja, ich hab's mir schon gedacht. Oh, er dauert lange, der Part. Hey, da sind auch noch hier, super. Ja, geil. Zum Teufel ist da schon wieder passiert. Oh, na gut. Ich sage, in der nächsten Folge machen wir einen in diesen Untergrund hier weiter. Dauert ja schon wieder viel zu lange. Und ja. Dann gucken wir mal, womit wir in der nächsten Folge weitermachen. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.